Alter, Mann, ist das kalt draußen. Ah, so ein Schneesturm da draußen. Ist es bei euch auch so? Schneit das auch so krass bei euch? Aber ich muss ja sagen, ich habe so einen coolen Schneemann gebaut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich zeige euch jetzt mal mein Bild. Ich habe gesehen, dass ihr auch richtig, richtig, richtig coole Schneemänner gebaut habt und die sehen sogar um einiges besser aus als meine. Die haben nämlich im Gegensatz zu meinem Schneemann auch ein Gesicht. Das hat meiner jetzt nicht, aber das macht nichts. Oh, ist das ein schöner Ofen hier. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, möchte ich beten. Danke Gott für den Ofen, den wir haben können. Danke, dass wir alle ein schön kuscheliges, warmes Haus haben, wo wir jetzt auf dem Sofa sitzen dürfen oder im Bett oder in der Küche oder ja, ganz egal, wo wir sitzen. Danke, dass wir heute wieder richtig, richtig viel Spaß haben dürfen, dass wir eine neue Andacht hören dürfen und dass wir alle was lernen dürfen. Ja, schenk auch einfach, dass jeder was mitnehmen kann und dass wir einen richtig, richtig guten Tag haben. Amen. Oh, so richtig warm ist mir irgendwie immer noch nicht, trotz Ofen. Aber ich habe da eine richtig gute Idee. Lass uns ein Spiel spielen, um uns richtig schön nochmal aufzuwärmen. Hey, voll cool, dass ich heute wieder mit euch ein Spiel spielen darf. Ich freue mich und ihr dürft natürlich alle schon mal aufstehen. Diesmal ist es ganz wichtig, dass ihr rechts und links Platz um euch habt, dass ihr nichts habt, worüber ihr stolpern könnt. Also steht alle auf. Ich warte auch noch mal ganz kurz, bis hier wirklich alles weggeräumt hat. Ich habe hier genug Platz, in dem ich mich bewegen kann. Ich kann auch überall einen Schritt hingehen. Und ich glaube, ihr habt das jetzt auch. Denn heute geht es darum, dass wir die Augen zumachen. Erst wo ihr die Augen zu habt, müsst ihr alle das machen, was ich euch sage. Das heißt, ihr müsst nur noch auf mich hören, ihr müsst gar nicht mehr auf mich gucken. Ich mache das zwar auch, aber ihr müsst auch die Augen zu haben. Und liebe Eltern, achtet ruhig darauf, dass eure Kinder wirklich die Augen zu haben, dann macht das nämlich viel mehr Spaß. Und zwar fangen wir jetzt erstmal mit was Leichtem an, nämlich mit Klatschen. Okay, das klappt ja noch ganz gut. Dann versuchen wir jetzt diese zwei Finger, dass die einmal genau an der Spitze aufeinandertreffen. Das heißt, mit zwei Fingern müsst ihr versuchen, dass die so aneinandertreffen. Dann, wenn euch das zu leicht ist, könnt ihr das auch mal versuchen, mit jemand anderem zu machen. Ich habe jetzt hier gerade keinen da, aber dann könnt ihr das auch mal versuchen. Das ist nämlich nochmal viel schwieriger. Und jetzt einmal in Schneidersitz hinsetzen. Okay. Und wieder aufstehen. Das war auch noch ziemlich leicht, oder? Habt ihr das alle geschafft? Jetzt kommt was Schwieriges, und zwar einmal auf ein Bein stehen. Okay, Konzentration, Konzentration, dass ihr nicht umfallt. Jetzt habt ihr wahrscheinlich euer gutes Bein genommen. Jetzt versucht einmal, das mit dem anderen Bein zu machen. Das ist bei mir nämlich schon viel schwieriger. Da muss ich mich auch konzentrieren und kann kurz nicht reden. Oh, okay, habe ich aber geschafft. Beine wieder auf den Boden und jetzt einmal um die Hälfte drehen. Dann klatschen wir noch zweimal in die Hände. Okay, sehr gut. Und einmal wieder beide Finger aneinander. Perfekt. Okay, und das versuchen wir jetzt auch einmal hinter dem Kopf, dass da beide, okay, ich habe meine Finger jetzt zweimal, warte. Ah, jetzt habe ich es. Okay, sehr gut. Haben wir das geschafft? Dann wieder einmal um die Hälfte drehen. Und jetzt einen Schritt nach vorne. Okay, das ist immer ein bisschen gruselig, wenn man nicht weiß, wo man hingeht. Deswegen machen wir jetzt nochmal zwei Schritte nach hinten. Okay. Ein Schritt nach rechts. Okay, wieder ein Schritt nach vorne. Oh, wisst ihr noch, wo ihr seid? Einmal ein bisschen nach rechts drehen, nach links drehen, Entschuldigung. Nach links drehen, so. Und einmal eine Kniebeuge. Oh, das ist... Oh, und habt ihr alle noch die Augen zu oder hat jemand schon mal kurz aufgemacht? Wenn ja, auch nicht schlimm, aber versucht die Augen wirklich die ganze Zeit zuzuhaben. Und dann drehen wir uns nochmal weiter. Und versuchen das diesmal, das mit den zwei Fingern hinter unserem Rücken. Okay, mal gucken. Da habe ich das geschafft. Habt ihr das auch schon geschafft? Okay, dann drehen wir uns jetzt nochmal weiter und setzen uns nochmal hin. Okay, und jetzt versuchen wir das mit den Fingern nochmal. Oh, da. Warte. Okay, da habe ich. Ich habe es geschafft. Habt ihr das auch geschafft? Wenn ja, dann wieder aufstehen. Sehr gut. Und nochmal auf ein Bein stellen. Oh, da wackel ich. Ganz toll.
Okay. Und jetzt kommt eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen herausfordernd. Aber da versuchen wir zu springen und eine halbe Drehung zu machen, okay? Oh, das war schon doll. Aber habt ihr die Augen zugelassen? Dann sehr gut. Okay, und das versuchen wir jetzt nochmal mit einer halben Drehung. Okay. Wie gut habt ihr das geschafft? Die Augen zuzulassen, dann versuchen wir das jetzt einmal nach vorne zu gucken. Und jetzt kommt wirklich was ganz Schwieriges. Wenn ihr euch nicht traut, ist das nicht schlimm. Guckt, dass ihr genug Platz habt und dann einmal springen und ganz drehen. Okay. Gut, das finde ich immer ganz schwierig. Und zum Abschluss noch einmal auf ein Bein stehen. Das ist jetzt auf ein Bein stehen. Und versuchen die Finger. Oh Gott, das schaffe ich fast schon gar nicht mehr. Einander treffen zu lassen. Und ja, okay, da habe ich das geschafft. Puh, dann könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Oh, ich dachte, ich gucke die ganze Zeit in die Kamera. Habe ich aber gar nicht. Ich habe einfach in die Richtung geguckt. Ich weiß nicht, wo ihr gelandet seid oder in welche Richtung ihr guckt, aber ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Voll cool, dass ihr mitgemacht habt. Das war ganz schön schwierig, manchmal mit Augen zu. Aber ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Deswegen schickt uns eure Bilder. Ich bin gespannt zu sehen, wie es bei euch aussah und wie gut ihr das geschafft habt. Bis zum nächsten Mal. Oh, mir ist jetzt auf jeden Fall schon ein Ticken wärmer. Vielen Dank für das coole Spiel, Simeon. Aber damit uns jetzt noch wärmer wird, singen wir noch ein richtig, richtig, richtig cooles Lied. Und da haben wir so coole Bewegungen für euch. Macht da auf jeden Fall alle mit. Seid crazy, seid verrückt, macht einfach coole Bewegungen, macht eure eigenen Bewegungen. Denn wir werden jetzt richtig abgehen. Ich habe Simeon als Verstärkung mitgenommen und wir werden uns austoben, wenn der Sturm tobt. Ihr kennt das alle. Wenn der Sturm tobt überall. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt überall. Hey! Ich bin schwach, doch er ist stark. Ich halte mich fest an seiner Hand. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt überall. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt überall. Ich bin schwach, doch er ist stark. Ich halt mich fest an seiner Hand. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt überall. Hey, alle Blätter fliegen rum. Wenn der Sturm tobt überall. Meine Mütze fliegt weg. Wenn der Sturm tobt überall. Es wird an jeder Haustüre gerüttelt. Und die Bäume werden auch durchgeschüttelt. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt überall. Wenn der Sturm tobt überall. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt überall. Ich bin schwach, doch er ist stark. Ich halte mich fest an seiner Hand. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt überall. Oh, ich muss sagen, Simeon und ich, wir sind jetzt auf jeden Fall richtig ausgetobt. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber das ist auf jeden Fall mein neues Lieblingslied. Generell, kennt ihr das, wenn ihr so draußen seid und das ist mega windig und die Blätter rascheln so richtig? Schnappt ihr den Schneeschieber, schneid wieder, bevor jemand sie fällt und sich verletzt! Oh nein, ich soll schon wieder raus und Schnee schippen. Dabei habe ich doch gerade erst
Ich bin jetzt erst warm geworden. Na gut, manche Sachen, da muss man einfach Augen zumachen und durch. Augen zu und durch. Kennst du diesen Satz? Ich habe mal nachgeschaut, was er eigentlich bedeutet. Es heißt so viel wie, einfach weitermachen, egal was passiert. Als wäre nichts gewesen. Aber ist das jetzt eigentlich was Gutes oder was Schlechtes? Ich verrat's dir, es kommt drauf an. Und worauf, das werde ich dir gleich erzählen. Wenn du nämlich in den letzten Wochen den Kidstream geschaut hast, dann weißt du, dass wir uns gerade mit Jona beschäftigen. Und auch Jona hat die Augen zugemacht und wollte da durch. Aber vielleicht fangen wir erstmal von vorne an und gucken nochmal, was überhaupt bisher geschehen ist. Gott hatte dem Propheten Jona gesagt, dass er in die Stadt Ninive gehen sollte, um den Menschen dort etwas auszurichten. Aber Jona wollte da nicht hingehen und machte sich auf den Weg genau in die andere Richtung. Er stieg in ein Schiff und wollte ganz weit wegfahren und vor Gott davonlaufen. Aber es gab einen ganz schlimmen Sturm. Oh, bin ich froh, dass ich nicht dabei bin, sondern hier am kuscheligen, warmen sitze. Aber was meinst du, wie es den Männern dort auf dem Schiff ergangen ist? Komm, wir schauen mal, was hier steht. In Jona 1, Vers 5 lesen wir, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Boah, da muss es ganz schön stürmisch gewesen sein, wenn die Männer, erwachsene Männer, richtig Angst hatten und schrien und beteten und das Schiff versuchten, irgendwie leichter zu bekommen, damit sie nicht untergehen. Und wisst ihr, was Jona gemacht hat? Wir lesen weiter. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Na, das nenne ich mal Augen zu und durch. Da tobt ein gewaltiger Sturm und die Männer schreien und haben Angst und Jona geht nach unten und schläft. Ganz schön dumm eigentlich, oder? Obwohl Jona wusste etwas. Er wusste nämlich, dass dieser Sturm kam, weil er weggelaufen war vor Gott und dass Gott diesen Sturm geschickt hatte. Ein bisschen kann ich ihn verstehen. Wenn ich was falsch mache oder ja, jemandem was kaputt mache oder sowas und ich Angst habe, dass es Ärger gibt, oh, dann würde ich mich auch manchmal gerne verkrümeln. Rein ins Bett, Decke über den Kopf und zumindest so tun, als würde ich schlafen. Die sollen mich bloß in Ruhe lassen. Und ich glaube, so ging Jona das auch. Aber wisst ihr was? Sie haben ihn nicht in Ruhe gelassen. Denn wir lesen weiter. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Gute Idee, da gab es nur leider ein Problem. Jona wollte nicht zu Gott beten, denn der Sturm war ja gekommen, weil er weggelaufen war. Also wenn du jetzt Angst bekommst, dass jedes Mal ein Sturm kommt, wenn du nicht gehorchst, dann kann ich dich beruhigen. Gott ist unheimlich geduldig mit uns. Und Carina hat euch schon erzählt, dass Gott treu und gerecht ist, dass er uns die Schuld vergibt, wenn wir sie bekennen. Wir dürfen mit allem, was wir falsch machen, zu Gott kommen und er vergibt uns gerne. Das Problem war nur, dass Jona noch nicht so weit war. Jona wollte nicht umkehren. Und so schickte Gott einen Sturm, nicht um ihn zu bestrafen, sondern um ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und so kann es passieren, solange wir nicht bereit sind, unsere Schuld einzugestehen oder ja, zu Gott zu kommen, dass Dinge passieren, die uns wieder auf den richtigen Weg bringen sollen. Die werden nicht immer einfach sein und nicht so schön, aber Gott hat mit uns ein gutes Ziel. Für Jona wäre es also besser gewesen, er hätte die Augen nicht zugemacht, sondern er hätte auf die Umstände geschaut
und hätte, ja, er wäre umgekehrt. Er hätte darauf geachtet und hätte diesen Wink von Gott irgendwie wahrgenommen. Aber ich möchte dir noch von jemand anderem erzählen. Der war in einer ganz ähnlichen Situation. Auch er war in einem Boot und schlief. Und auch bei ihm tobte ein ganz gewaltiger Sturm und die Männer, die mit ihm im Boot waren, hatten richtig Angst, unterzugehen. Und auch er wurde geweckt und gefragt, hey, wie kann es sein, dass du schläfst? Weißt du, wen ich meine? Genau, es war Jesus. Der war mit seinen Jüngern zusammen im Boot. Er hatte gesagt, komm, lasst uns rüberfahren ans andere Ufer. Er hat sich hingelegt und war eingeschlafen. Und dann kam ein gewaltiger Sturm, sodass die Jünger wirklich Angst hatten, dass sie untergingen. Und sie weckten Jesus und sagten, hey, wie kann das sein, dass du schläfst? Kümmert es dich dann gar nicht, dass wir untergehen? Hatte Jesus auch etwas falsch gemacht? Nein, ihr wisst doch, dass Jesus immer alles richtig gemacht hat. Hat einer von den Jüngern was falsch gemacht? Nein, davon wird uns auch nichts beschrieben. Dieser Sturm kam nicht, weil jemand etwas falsch gemacht hat. Manchmal kommen Stürme einfach so. Auch wenn du mit Jesus lebst und an ihn glaubst, kann es sein, dass du in Stürme kommst. Und mit Stürmen meine ich nicht nur die, wenn der Wind um uns herum pustet und es gerade stürmisch ist, sondern Situationen, wo es einfach schwierig ist, wo wir Probleme haben. Das kann ein Problem in der Familie sein oder Streit mit deinen Geschwistern. Oder es fällt dir in der Schule einfach im Moment total schwer, wo alles ganz anders ist. Oder eine Krankheit. Oder auch diese Corona-Zeit jetzt gerade, wo alles irgendwie anders ist, kann so ein Sturm sein. Manchmal kommen Stürme, weil Gott uns wieder auf den richtigen Weg bringen möchte. Dann wäre es gut, die Augen aufzulassen. Und manchmal kommen Stürme einfach so. Und dann ist es entscheidend, wie du damit umgehst. Schauen wir nochmal zurück zu Jesus. Auch er hat geschlafen. Jesus ist Gott. Und er hatte gesagt, kommt, wir fahren ans andere Ufer. Und wenn Gott etwas sagt, dann passiert das auch. Wenn wir also eine Zusage haben von Gott, dann dürfen wir uns total darauf verlassen, egal was um uns herum passiert. Dann ist egal, wie doll es um uns herum stürmt. Wenn Gott sagt, wir fahren darüber, dann fahren wir da auch rüber. Und dann können wir tatsächlich die Augen zumachen. Wenn wir also mit Jesus unterwegs sind, brauchen wir keine Angst vor solchen Stürmen haben. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat, als er geweckt wurde? Er ist aufgestanden und hat dem Sturm befohlen, dass er leise sein soll. Und der Sturm wurde leise. Wir dürfen Jesus bitten, unsere Stürme, die wir erleben, zu stillen. Manchmal tut er das. Und auch wenn er das nicht tut, dann hat er versprochen, dass er bei uns ist und dass er uns die Kraft gibt, da durchzukommen. Er kann dir Freude geben und Frieden, trotz all dem, was um uns herum passiert. Er kann dir Kraft geben, da durchzukommen und auch Weisheit. Und er kann dich trösten, wenn dieser Sturm einfach ganz doll wird und du das Gefühl hast, es nicht zu schaffen. Aber du darfst wissen, wenn du mit ihm unterwegs bist und du nicht gerade irgendwas gemacht hast, was total falsch war wie Jona, dass er bei dir ist und dass er dich da durchträgt. Jesus möchte gerne, dass wir ihm vertrauen. Und wir sollten niemals vor ihm weglaufen, so wie Jona das getan hat. Und es gibt noch einen ganz, ganz tollen Vers in der Bibel, der steht in Jesaja, Jesaja 41, Vers 10. Dort heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist so eine schöne Zusage. Und wenn wir uns darauf verlassen, dann können wir tatsächlich die Augen zumachen vor dem, was um uns herum passiert. Und dann dürfen wir ruhig sein. Aber weißt du was? Noch viel besser als die Augen zuzumachen, ist es, so ein bisschen Scheuklappen wie die Pferde. Nicht auf das gucken, was um uns herum ist, aber auf Jesus schauen,
der mit uns mitgeht. Wenn wir auf ihn schauen, dann können wir da durch. Das wünsche ich dir und bete noch für dich. Lieber Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns diese Zusagen gemacht hast. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du Gott bist, der jeden Sturm stillen kann. Ich danke dir, dass du uns aber auch die Kraft geben wirst, die Stürme zu durchleben, die uns erreichen, dass wir Frieden haben dürfen und dass wir auf dich schauen dürfen. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der das jetzt hört, dass das Vertrauen in dich immer größer wird. Zeig du uns aber auch, wenn wir irgendwo falsch gelaufen sind, dass wir wieder umkehren. Und ich danke dir für deine Geduld und deine Liebe, dass wir jederzeit mit allem zu dir kommen dürfen. Bitte führe und leite du uns und bewahre uns vor dem Bösen, Herr. Amen. Oh Mann, ey, dieser blöde Schnee, das schneit und schneit und... Ach, ihr seid auch noch hier! Ich bin noch nicht ganz fertig mit Schneeschieben, aber ich wollte euch auf jeden Fall noch Tschüss sagen. Genießt den Sonntag, geht nochmal raus, schön in Schnee, in Schneesturm, baut einen Schneemann oder ein Iglo oder hier, helft euren Eltern beim Schneeschieben. Ich wünsche euch noch einen richtig coolen Tag und bis nächste Woche. Ich muss noch heute Schnee schieben.